Ein bedeutender Tag für die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. Am Donnerstag erhielt sie aus den Händen des Kultusministers Stefan Durgalo 11 einzigartige Gemälde, die Porträts der anhaltischen Familie, unter anderem von Johann Georg II. Und von Leopold IV. Zeigen. Die Bilder sind in einem guten Zustand und werden der Öffentlichkeit ab sofort im Rahmen des Jubiläums 800 Jahre Anhalt im Schloss Mosigkau präsentiert. Die dort befindliche Sammlung bedeutendster anhaltinischer Bildnisse verbindet Landes mit traditioneller Familiengeschichte. Für den Kultusminister ist der Fund der Gemälde etwas ganz Besonderes. Na, das sind ja wirklich wichtige Gemälde, die hier auch nochmal die Geschichte des Hauses verbildlichen. Und von daher gehören sie natürlich hier in die Sammlung und gehören natürlich hier zu dem Schloss und den Anlagen dazu. Und wir sind sehr froh, dass das geglückt ist, jetzt nach einer kleinen Odyssee die Bilder hier wieder nach Sachsen-Anhalt zu bekommen. Sie sind ja im Grunde genommen Kriegsverluste, kriegsbedingte Verluste. Und das sind dann auch schon glückliche Umstände, dass man sie eben nicht auf Dauer verloren gibt, sondern dass dann immer wieder so etwas auftaucht. Ein Teil der Gemälde schmückte bis zu dessen Zerstörung die Paradezimmer des Ostflügels im Dessauer Schloss. Im Februar 2010 sind der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz vom Kunsthaus Lemperz in Berlin 11 Bildnisse angeboten worden, die bis auf ein Porträt Mitglieder aus anhaltischen Fürstenhäusern darstellen. Ihre Herkunft und ihr Weg zum Kunsthaus sind bekannt. Wir wissen, also insgesamt haben wir noch eine Verlustliste von über 2000 Gemälden. Und ein Großteil der Gemälde sind damals mit der ukrainischen Front in die ehemalige Sowjetunion gekommen. Und dann verlieren sich die Wege vieler Bilder und plötzlich tauchen sie dann wieder auf. Und wenn wir das erfahren, dann versuchen wir gemeinsam, wie hier auch erfolgreich umgesetzt, eben die Bilder an den Ort zurückzuholen, wo sie hergekommen sind, um sie dann der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In Kenntnis der Provenienz ist das Haus Anhalt Askanien als ursprünglicher Eigentümer über den Fund der Bilder verständigt worden. In bewährt guter Kooperation mit ihm wurde durch gütliche Einigungen mit dem aktuellen Besitzer ein Weg gefunden, die Erwerbung für die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz zu ermöglichen. Das Kultusministerium von Sachsen-Anhalt war von Anfang an von der Bedeutung des Gemäldekonvoluts überzeugt, wobei auch das Jubiläum 800 Jahre Anhalt einen wichtigen Impuls gab. Ja, Sie sind ja Mitte der 90er Jahre auf dem Kunstmarkt aufgetaucht. Wir sind dann sehr frühzeitig informiert worden, haben natürlich auch mit dem Haus Anhalt Kontakt aufgenommen, ganz klar. Und da gibt es jetzt eine wirklich gütige und gütliche Einigung miteinander, auch mit dem Menschen, der das dann damals eingeliefert hat. Und das sind dann schon so auch kleine Kriminalstücke, bis man dann diese Bilder hier wieder präsentieren kann und auch der Öffentlichkeit zeigen kann. Und wenn man da nicht wirklich gut miteinander arbeitet und auch vertrauensvoll zusammenarbeitet, dann kann es eben auch passieren, dass solche Stücke dann für immer verloren gehen. Und das ist hier glücklicherweise nicht passiert. Die Gemälde werden einen Monat lang im Rahmen der Führungen in einer Sonderausstellung im Mezzanin des Schlosses Mosigkau zu sehen sein und anschließend in die Sammlung der Stiftung eingegliedert und ihre Bedeutung nach entsprechend der Öffentlichkeit präsentiert. Auch wenn der ideelle Wert der 11 Bilder für die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz überwiegt, die Frage nach dem Gesamtwert interessierte dann doch. Den Wert der Bilder jetzt, gerade dieser Bilder, den kann man natürlich quantifizieren. Das ist ja schon allein schon der Preis, der Ankaufspreis definiert das ja schon, über den wir bekanntermaßen nicht reden. Aber ich würde sagen, in diesem Fall übersteigt der ideelle Wert, also der Wert über die Provenienz natürlich ganz erheblich den finanziellen Wert. 11 Gemälde, von denen eins aufwendiger als das andere gefertigt wurde. Gibt es für Sie oder für das Publikum denn einen Favoriten? Das Publikum muss selbst entscheiden. Vielleicht den Prinzen Eugen mit einer sehr schönen ungewöhnlichen Uniform, mit Pelzkappe, ist sicher sehr eindrucksvoll. Aber auch Johann Georg II. Mit seiner Allonge-Perücke ist ebenso spannend anzusehen, weil es eben der Zeit entsprechend ist und man sieht eben daran auch sehr schön die unterschiedliche Entstehungszeit der Gemälde. Für die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, für die Stadt Dessau-Roßlau, aber auch für Anhalt ist es ein würdiges Geschenk, passend zum Jubiläum Anhalt 800.